Ja klar, der trifft mich auch noch, während ich die ganze Zeit schlage. Ich glaube, der Server leckt gerade einfach. Oder mein Internet leckt. Ja. So, hallo Leute. Da sind wir wieder. Ich muss ja warten. Hallo. Ich gewöhne mich an manche Sachen einfach nie und das ist das. Gehört dazu. Ja, also Marcel hat mir eben einen Screenshot gezeigt, das von der schönen Festung, und er weiß auch, erzähl mal deinen Plan, wie wir da rüber gehen sollen. Ja, also ich habe mir jetzt überlegt, wenn du in die Richtung, guck mal in die Richtung, wo ich gucke, oder wir gehen da gleich hin. Da sehe ich nichts, da ist einfach ein Nebel bei mir. Wir gehen jetzt, es ruckelt, so, wir gehen jetzt mal in die Richtung hier. So. Wir gehen jetzt hier runter. Oh, du Scheiße, ich sehe einfach nichts, das ist richtig Mist. Und jetzt können wir hier rüber bauen, da vorne ist noch du so eine kleine Zwischeninsel. Du willst dich rüber bauen? Was anderes bleibt uns nicht übrig. Seriously. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Hast du so viel Cobblestone? Ich habe 64 Netherrack. Ich habe 3 Stacks Netherrack und 1 Stack Cobblestone. Nein, nicht mit Netherrack, weil was ist, wenn ein Gas kommt? Der schießt es kaputt. Dann, ich habe ein Stack Cobblestone. Das reicht nicht dafür, oder? Da ist nur eine Zwischeninsel, an die wir rankommen müssen. Können wir da nicht irgendwie rechts uns so einen Tunnel da durchbauen oder so? Da rechts ist alles Untergrund, da ist gar nichts unter dem. Ich meine, da durch, da wo dieses so hängt, da hängt doch sowas, oder? Also wenn wir jetzt in die Richtung, wo wir eben standen, da geht das nur ein bisschen in die Richtung und dann bist du einfach nur Abgrund. Dann ist da nichts mehr, oder wie? Okay. Ja gut, dann bauen wir uns jetzt darüber. Na gut, was anderes bleibt uns dann wohl nicht übrig. Dann halte ich auch schon noch Gas, okay? Jo. Aber bau halt trotzdem irgendwie so. Willst du es jetzt echt mit Cobblestone machen? Da und Gas. Schon Gas. Digga, als ob er gerochen hat, dass wir rüber wollen. Ja. Oh mein Gott. Oh. Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Das Ding ist halt, der kann Cobblestone nicht kaputt machen, aber wenn er dich trifft, kann er dich trotzdem, glaube ich, ein bisschen zurückwerfen und ja, halt Schaden machen. Das ist möglich. Am sicher. Okay, er kommt schon. Oh. Wenn du da jetzt runtergefallen wärst, ich hätte dich so ausgelacht. Ja, ich hätte mich selbst ausgelacht. Ich habe halt keinen Fall und Bogen mehr, das ist die Scheiße. Ja, wir versuchen ihn jetzt. Ich will ihn da irgendwie zurückschieben. Ich will das Hat er dich zurückgekickt, Jana? Ja. Oh, der trifft nicht. Nein. Das kannst du eigentlich echt vergessen mit dieser Methode, ich sag's dir. Oh. Das ist fast unmöglich. Wir müssen aber irgendwie da. Also, es ist der einzige Weg darüber, Dominik. Ja, da hast du mir wirklich gut recht. Obwohl, wenn er dich jetzt fokussiert, dann könnte ich mich langsam rüber. Ja, bauen. Dann bau du dich da halt jetzt mal lang, während er mich fokussiert. Ich passe hier ein bisschen auf, okay? Ich sag dir halt Bescheid, sobald er mich nicht mehr fokussiert hat. Jo, ich guck auch immer nach vorne. Ja, klar, der trifft mich auch noch, während ich die ganze Zeit schlage. Ich glaube, der Server leckt gerade einfach. Oder mein Internet leckt. Ja, ich bin tot. Das ist das Ende der Welt. Das war tot? Das war Scheiße. Der World Border hat mich getötet. Passiert? Der World Border hat mich getötet. Was? Der World Border? Ja. Da ist der World Border? Der World Border hat mich getötet. Da ist ein World Border hier hinten. Genau da, wo ich hin wollte. Der World Border hat mich getötet. Ich dachte, ein Ghast hat mich getroffen, aber der World Border hat mich getötet. Der Ghast hat nämlich mich getroffen. Da ist ein World Border. Der World Border hat mich getötet. Genau da, okay, vor der Festung. Machen wir jetzt? Ich würde einen Aufnahmestopp machen, mit der Orga reden, ob das alles so richtig ist. Und wenn hat er dich irgendwie nach hinten gekickt oder so? Der ich habe mich halt langsam zurückgebaut und dann auf einmal wurde ich geschubst und bin runtergefallen. Mich hat nichts getroffen. Da war kein Monster, gar nichts. Ich habe extra Ausschau gehalten. Ich probiere das auch mal, okay, YOLO. Because it's fun! Das ist... Was Besseres hätte man da nicht machen können, außer so ein Zurückkicken, ne? Auf jeden Fall, good job. Das hätte man... Das war's mit Shogi. Da wäre dieser... ja, voraussichtlich bis jetzt war es das mit Shogi. Da musste man noch so einen richtig billigen Effekt reinmachen, ne? So mit Glitzer. Das ist da noch sowas, aber kein Sound, ne? Aber ohne Scheiß, anstatt dass man da irgendwie so eine Warnung reinmacht, Achtung, du bist in so und so vielen Blöcken am World Border, nö, einfach so, puff. Da kann man ja nicht mal einen Sound, einfach so, vor allem, warum schubst der einen noch weg, ne? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich hätte jetzt gedacht, ich dachte, das wäre jetzt so ein World Border wie auch bei Bloody Cave. Wo so eine unsichtbare Wand einfach, ne? Nicht unsichtbare Wand. Wir sind ja nicht auf 1.8, das ist das Problem. Ach so, aber einfach eine Wand, das hätte doch gereicht. Aber ich dachte, man macht da einfach sowas, dass man nicht weitergehen kann. Du kennst doch diesen World Border, mit den du zum Beispiel mit, keine Ahnung, mit World Guard oder so machen kannst. Du kannst ja so Zonen definieren, wo man halt einfach nicht. Das ärgert mich gerade, ich wollte das Ding nach Hause nehmen. Ja, das ärgert mich auch gerade. Ja gut, das war's jetzt mal mit Shogi, wir sehen uns irgendwann wieder. Ciao. Tüdelü.